Im Proberaum darf ich mit etwas Verzögerung jetzt Simon Gantenbein begrüßen. Simon ist Vorstandsmitglied der Digitalen Gesellschaft und er wird uns jetzt über die ersten Sicherheitslücken, die das Jahr 2022 bereits zutage gebracht hat, berichten. Im Anschluss gibt es wieder eine Q&A. Bitte stellt eure Fragen im Chat. Ja, hallo miteinander zu Hause. Wir hatten etwas Verzögerung, eventuell wurden auch wir gecybert. Wir sind noch am Abklären und Informieren zu gegebener Zeit. Ich spreche kurz, in einer halben Stunde versuche ich alle Cybervorfälle, die sich in den ersten Wochen dieses Jahres ereignet haben, zusammenzufassen. Ich spreche über die Methoden der Angreifer und mache am Ende noch so einen Ausblick mit ein, zwei Verbesserungen. Bevor wir die einzelnen Cybervorfälle durchgehen, möchte ich kurz erklären, was Ransomware ist. Wer es noch nicht weiß, Ransomware, das sind Erpressungstrojaner. Über eine Sicherheitslücke wird ein Trojaner auf ein System aufgespielt und danach beginnt dieser Trojaner, Dateien auf dem Computer zu verschlüsseln, und das Ziel der Angreifer ist, nachher Lösegeld zu fordern von den Opfern. Wenn die Opfer lukrativ aus Sicht der Angreifer sind, geht man noch einen Schritt weiter. Dann nämlich lädt man sämtliche Dateien herunter und hat ein zweites Erpressungsmodell. Wir starten nun mit dem ersten Cybervorfall im Jahr 2022, und das ist die CPH-Gruppe. Die CPH-Gruppe ist die einzige Papierfabrik in der Schweiz, im luzernischen Perlen. Und die mussten ihre Papier- und Verpackungsproduktion vorsorglich stoppen, weil sie gecybert wurden. Das hat auch als zweite Konsequenz, wurde die Aktie der Firma vom Handel suspendiert. In einer ersten Medienmitteilung hat man davon gesprochen, wegen diesem Hackerangriff hat man die Systeme kontrolliert heruntergefahren. Weil die Medienberichte etwas dünn waren, habe ich einfach mal ein Mail an die CPH-Gruppe gemacht und gefragt, was ist genau vorgefallen. Und ich kann euch hier noch nachliefern. Also es handelt sich um einen Verschlüsselungstrojaner, den sie betroffen hat. Sie hatten allerdings gute Backups und haben, nachdem dass die Systeme vom Netz getrennt waren, genug Zeit, um die Backups wieder einzuspielen, und sie haben kein Lösegeld bezahlen müssen. Ihr seht also, die erste Lektion von heute, Backups sind durchaus wichtig. Wenn Backups funktionieren, dann geht man viel entspannter an diese Sache heran. Als zweiten Fall habe ich den Autohändler Emil Frey. Ja, das ist eben die moderne Technik. Willkommen zurück nach dieser unerwarteten Pause. Es scheint Akteure zu geben, die nicht wollen, dass man über die Cybervorfälle berichtet. Anders kann ich mir die Situation im Moment nicht erklären. Also, ich beginne nochmals kurz zum Autohändler Emil Frey. Die haben nicht genau informiert, was vorgefallen ist. Die einzige Information, die sich ihnen entlocken ließ, war, dass die Behörden informiert wurden. Und 3 Wochen später hat Watson nochmal nachgefasst, konkret Daniel Schurter und Oliver Wertlisbach. Die haben bei einer Ransomware-Gang, der Ransomware-Gang Hive, die bieten Ransomware as a Service an, folgende Nachricht gesehen, die ihr hier im Screenshot seht. Also es wurden 300 GB Daten entwendet. Die Daten würden anscheinend bald publiziert werden. Und es war ein Sample dabei, und in diesem Sample waren sehr sensible personenbezogene Daten. Was mich ein wenig irritiert an diesem Fall ist, auf dieser Seite, diese Ransomware-Gang, die ist eigentlich dazu da, dass betroffene Firmen sehen, die haben Daten von uns, und ihr seht hier einen Timer, das 431, das sind
4 Stunden und 31 Minuten und dann kommt die nächste Tranche mit Daten. Genau, und was interessant ist, bis heute sind diese Daten nicht veröffentlicht worden. Jetzt kann man spekulieren, es ist auch reine Spekulation, aber von meinem Bauchgefühl her gehe ich ehrlicherweise davon aus, dass diese Daten, Emil Frey einfach bezahlt hat und darum sind diese Daten nicht mehr verfügbar, weil es gibt ja keinen anderen Grund, dass eine solche Ransomware-Gang mitten im Prozess aufhört. Kommen wir zum nächsten Fall. Das ist Swisstransplant. Swisstransplant betreibt das nationale Organspenderegister. Dort kann man ähnlich wie bei einem Testament den letzten Willen in Bezug zu den Organen hinterlegen. Und SRF Investigativ hat aufgedeckt, dass sich dort dass es dort möglich war, für beliebige Personen diesen testamentarischen Willen zu hinterlegen. Das Register oder Swisstransplant hat betont, man hat bewusst kundenfreundlich, benutzerfreundlich den ganzen Anmeldeprozess gestartet. Und hier kann man sagen, hier wurde die Usability gegenüber der Security geopfert. Wäre der Anmeldeprozess von der Security besser gestaltet gewesen, wäre wahrscheinlich die Hürde für die Konsumenten, für die Personen, die sich dort anmelden, größer gewesen. Das Register ist derzeit offline und bevor Sie mit der neuen Version online gehen, werden Sie nochmal Rücksprache mit dem eidgenössischen Datenschutzbeauftragten halten, um sicherzustellen, dass eben genau solche Problematiken nicht nochmal auftreten. Und im Nachwisch wurden gut 1000 Datensätze, bei denen man vermutet, dass sie fake waren, gelöscht. Der nächste Fall, den ich habe, ist die Online-Apotheke zu Rose. Dort ich habe das jetzt nicht verifiziert, ein Datensatz von 575.000 Kunden für 150 Euro zu haben. Pikant an dieser Sache ist für mich vor allem, dass die Passwörter in SHA-1 kodiert waren. Als kleiner Hintergrund, Passwörter werden in Datenbanken normalerweise nicht im Klartext gespeichert, sondern verschlüsselt. Und SHA-1 ist aber relativ einfach knackbar. Das heißt, es gibt eine Datenbank von 575.000 Personen, wo eine Kombination E-Mail-Adresse und Passwort vorhanden ist. Und wir kennen es alle, wenn man keinen Passwortmanager benutzt, dann verwendet man dasselbe Passwort halt für verschiedenste Online-Dienste. Als nächstes kommen wir zum Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Die wurden auch gecybert. Dort waren 515.000 Personen betroffen. Ich finde diesen Fall besonders verwerflich, weil das IKRK, wenn die im Kriegsgebiet sind, auch von den kriegstreibenden Parteien nicht angegriffen werden. Und das Spannende am Fall selbst ist eigentlich, dass das IKRK selbst nicht gecybert wurde, sondern ein Dienstleister, mit dem sie zusammengearbeitet haben, der, ich sag mal, wahrscheinlich mit Backups oder Datenspeicherung zu tun hatte. Und das Learning hier ist, dass wenn eine Firma Daten an Dritte weitergibt, muss sie natürlich ihre Datenschutzstandards auch von dieser dritten Firma einfordern. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass diese Firma weiterhin mit dem Internationalen Roten Kreuz zusammenarbeiten wird. Der nächste Fall ist die SBB. Die SBB wurde auch gecybert. Was ihr hier seht auf dem Bildschirm ist ein Screenshot einer Seite und ihr seht oben eine lange Internetadresse, die mit einer Nummer aufhört. Und eine Person aus dem Umfeld der digitalen Gesellschaft hat herausgefunden, wenn man an dieser Nummer eins hoch oder eins runter zählt, dass man dann auf einmal Datensätze von anderen Personen vorfindet. Diese Plattform war ursprünglich gedacht, um bestehende Abonnemente zu erneuern. Allerdings sind dort auch ganz normale Reisedaten darunter, also von wo ist jemand gefahren, wohin, Name und das vollständige Geburtsdatum. Und wenn man eine so einfache Lücke findet, dann erklärt es sich von selbst, dass man mit einem einfachen Skript diese Daten abgreifen kann. Das ist passiert, es wurden 1 Million Datensätze heruntergeladen, betroffen waren 500.000 Kunden.
Man kann der SBB zugute halten, dass sie sofort reagiert haben und das betroffene System deaktiviert haben. Und spannend an dieser Sache ist, dass eigentlich nicht nur die SBB davon betroffen war, sondern die Allianz Swisspass. Und zur Allianz Swisspass gehören rund 250 Transportunternehmen. Also die SBB hatte eine relativ stressige Zeit, um Rücksprache mit diesen 250 Transportunternehmen zu nehmen, um sicherzustellen, dass das Problem vollständig behoben ist. Man kann der SBB attestieren, sie hat schnell und professionell die Sicherheitslücke behoben und vor allem ist sie zu ihrem Fehler gestanden und hat die Sicherheitslücke öffentlich eingestanden, was längst nicht alle Firmen tun würden. Wir bleiben gleich im Transportmetier und wechseln zu Ticket Control. Ticket Control ist eine Plattform, wenn man bei einer Kontrolle im ÖV erwischt wird und kein gültiges Ticket dabei hat. Das mag ja Gründe geben, zum Beispiel habe ich mein Halbtags vergessen oder das GEA vergessen. Dann kann man über Ticket Control diese Information nachliefern. Also man kann einen Upload machen mit einem Scan, zum Beispiel von dem GEA. Dummerweise war diese Upload-Plattform im Internet, stand im Internet und man konnte dort ähnlich wie vorhin beim SBB-Beispiel einfach mal die Nummern durchprobieren. Und genau das hat Sven Fassbender gemacht. Und was ihr hier seht, ist in der ersten Zeile seht ihr das 1975, das ist das 1975. Dokument, das hochgeladen wurde. Und hier könnte man 1976, 1977 und so weiter eingeben und würde sensible Daten bekommen. In dem Datensatz waren unter anderem Spitalakten oder auch Dokumente der KESB, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Problematisch ist, das haben die Personen, diese Daten haben die Personen selbst hochgeladen, aber es ist natürlich unverzeihlich, dass diese Daten über Jahre einfach so im Internet gestanden haben. Postauto AG ist die Betreiberin dieser Ticket-Control-Plattform und die haben die Sicherheitslücke mittlerweile geschlossen. Der nächste Fall ist Swissport. Swissport hat gemeldet, dass sie auch etwas gecybert wurden. Am Anfang hieß es, einzelne Systeme waren beeinträchtigt und es kommt daher zu Verspätungen im Flugbetrieb. Das Problem sei von den IT-Sicherheitsteams sofort erkannt worden. Und Watson hat sich dem auch angenommen und herausgefunden, dass die Ransomware-Gang Black Cat oder auch AlphVM, denen man russischen, die rechnet man Russland zu, also die wurden gecybert von einer Ransomware-Gang. Und wieso weiß man, dass das Russland war? Die haben in einem Forum mal gefragt, kennt ihr interessante Firmen in der USA, in der Ukraine oder in der Schweiz? Die ersten beiden sind sicher aus politischen Gründen und die Schweiz hat sie sicher interessiert, weil wir ein finanziell lukratives Ziel sind. In diesem Leak waren unter anderem Passkopien, Bewerbungsunterlagen, aber auch Auszüge aus Audits. Und es liegt in der Natur von Audits, dass man dort halt Sachen reinschreibt, die nicht so optimal laufen. Es wurden 1,6 Terabyte Daten heruntergeladen. Und wenn ihr euch an das Zitat von vorhin erinnert, das Problem sei von den IT-Sicherheitsteams sofort erkannt worden, dann möchte ich schon mal in den Raum stellen, ja, sofort erkennen und 1,6 Terabyte Daten herunterladen, das beißt sich für mich etwas. Also da hat man wahrscheinlich über längere Zeit Daten abgesogen. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass das von den Infrastrukturteams innerhalb von Swissport nicht erkannt worden ist. Spannend ist, wenn man auf die Webseite von Black Cat geht, ähnlich wie wir es vorhin bei Emil Frey gesehen haben, dann findet man dort einfach keinen Eintrag zu Swissport. Und darum ist meine Vermutung, dass Swissport wahrscheinlich bezahlt hat. Das ist reine Spekulation. Ich habe nichts, dass das irgendwie weiter beweisen würde. Aber so wie ich Ransomware-Gangs sonst einschätze, hatten sie entweder einen besonders generösen Tag
oder sie wurden von Swissport oder einer dritten Firma bezahlt. Das kann ja auch ein Konkurrent sein. Man weiß es nicht. Dann kommen wir zum nächsten Fall. Das ist eigentlich kein klassischer Cyberfall, sondern das ist ein ganzer Bienenstock voller Cybervorfälle, die sich in Zukunft abzeichnen wird. Das nationale Cyberzentrum, das NCSC, die scannen das Internet ab auf kritische Sicherheitslücken, und das haben sie im letzten Jahr gemacht und dort 4.500 Unternehmen gefunden, die im Mail-Server von Microsoft, im Microsoft Exchange, eine Sicherheitslücke hatten. Und Anfang diesen Jahres haben sie 130 Unternehmen einen eingeschriebenen Brief geschickt, um nochmal mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass ihr Mail-Server mehr oder weniger Beute für Leute ist, die einfach mal ein bisschen rumklopfen. Ich finde es sehr bedenklich, dass das NCSC zu diesem Schritt, also es ist ja gut, haben sie das gemacht, aber ich finde es sehr bedenklich, dass dieser Schritt notwendig war mit dem eingeschriebenen Brief. Ich finde es vor allem, als wenn ich jetzt betroffener Kunde einer solchen Firma wäre, finde ich es völlig daneben, aber auch wenn ich Mitarbeiter einer solchen Firma wäre, hätte ich ein ungutes Gefühl. Darum, wenn eine Firma schon eine Warnung von unseren Cyberboys in Bern bekommt, dann bitteschön reagiert. Das ist eigentlich Alarmstufe Rot. Und hätte ich noch etwas mehr Zeit gehabt, hätte ich so eine rote Drehleuchte in die Folien eingebaut. Also das ist für mich unverzeihlich, dass eine bekannte Sicherheitslücke, für die es wahrscheinlich auch schon Mittel gibt, um sie auszunutzen, dass man das einfach wegignoriert. Und von dem her, ich rechne damit, dass wir noch den einen oder anderen Cybervorfall in diesem Jahr haben werden, wo eben genau Firmen, die jetzt angeschrieben worden sind und das nochmals ignoriert haben, dann halt unter den Opfern sind. Dann habe ich auch noch etwas gecybert. Ich habe auf der Webseite der PostFinance, ich sage mal, eine kleine Anomalie gefunden, die zu großen Auswirkungen geführt hat. Und zwar geht es konkret, war das Vorgehen relativ trivial. Was ihr hier seht, ist ein Screenshot vom E-Banking der PostFinance. Und dort kann man eine Kontonummer eingeben. Ich mache das mal mit der Kontonummer der digitalen Gesellschaft. Und wenn man auf den Link klickt im markierten Bereich, dann wird einem folgende Seite angezeigt. Und das nennt sich Zahlungsvervollständigung. Die Idee dahinter ist, es den Kunden so einfach wie möglich zu machen, Zahlungen zu vervollständigen. Ich finde das bei Firmen wie auch bei der DigiGuess völlig unproblematisch. Es ist allerdings um einiges problematischer, wenn das Privatpersonen betrifft, weil schließlich könnte man, wenn das jetzt jemand massenhaft machen würde, durchaus Flurschaden anrichten. Die einzige Hürde, die es gibt, ist bei PostFinance, gibt es am Ende der Kontonummer eine Prüfziffer, und man müsste sich einfach mal hinsetzen und sich überlegen, wie kann man diese Prüfziffer berechnen. Und in der Tat, es war relativ einfach. Es reichen ein paar wenige Zeilen Code und 4 Minuten Zeit mit diesem schicken Laptop, und ihr habt alle Kontonummern der PostFinance in 4 Minuten berechnet. Wenn man die Kontonummern berechnet hat, kann man das Szenario, das ich vorhin aufgezeigt habe, automatisiert mit verschiedenen Browsern durchspielen. Und dann rattert es. Und so konnte ich in wenigen Tagen 350.000 Datensätze herunterladen. In den Datensätzen ist unter anderem Name, Wohnort, die Währung des Kontos und das Konto selbst. Ich habe den CEO der PostFinance gefunden, eine Bundesrätin, 14 von 24 Berner Nationalräten, 3 von 7 Regierungsräten und einen ehemaligen Chef des Nachrichtendienstes und weitere hochrangige Bundesverwaltungsangestellte. Ich nenne diese prominenten Leute eigentlich nur darum, um so das Ausmaß aufzuzeigen. Aber konkret geht es mir nicht um irgendwelche Nachrichtendienstchefs oder Nationalräte, sondern es geht um meine Freunde, um eure Freunde, es geht um die Eltern, um die Familie, die ein Postkonto haben und von denen der Wohnort inklusive der Tatsache, dass ja
die Tatsache, dass ein Konto eigentlich unter das Bankgeheimnis fallen sollte, auf einmal öffentlich sind. Und da habe ich mich so gefragt, ja, ist denn das legal? Und wegen der Kürze muss ich hier leider etwas abklemmen. Die Antwort ist, man kann es halt sehen, wie man will. Ich habe diese Datenschutzverletzung auf jeden Fall an PostFinance gemeldet und mit dem Update vor 2 Wochen wurde dann die Sicherheitslücke auch geschlossen. Für die mediale Nachbereitung habe ich mit Adrian Fichter zusammen, sie ist Tech-Journalist in der Republik und betreibt auch noch den Blog Das Netz ist politisch, dnip.ch, etwas weiter recherchiert und sie hat durchaus sehr interessante weitere Fakten zum Thema zusammengetragen. Unter anderem hat sie herausgefunden, dass bei der Schweizer Kantonalbank im Prinzip das, was wir jetzt bei der PostFinance gesehen haben, ebenfalls einfach die Kontonummern einsehbar waren von PostFinance-Kunden. Als betroffener PostFinance-Kunde finde ich das natürlich extrem stoßend, weil ich habe keine Kundenbeziehung zu der Schweizer Kantonalbank. Es tut mir recht leid, wir müssen hier etwas zügig vorwärts machen. Darum habe ich 2 Link-Empfehlungen. Zum einen lest den wirklich sehr gut recherchierten Artikel von Adrien. Und wenn es interessiert, wie ich es genau gemacht habe, dann findet ihr auch noch den Link zu meinem Report, zu meiner Responsible Disclosure. Und nun möchte ich gerne abschließen mit einem Fall, den Adrien heute noch, um mir noch etwas mehr Stress für die Vortragsvorbereitung zu machen, publiziert hat. Nämlich hat Ueli Maurer ein Mail bekommen. Und zwar betrifft es die RUAG. Die RUAG betreibt ein gesichertes System, mehrere gesicherte Systeme und unter anderem auch für E-Mail-Kommunikation. Und offensichtlich war es ein leichtes, um E-Mails im Namen der RUAG zu verschicken. Und was ihr hier seht, ist ein Beispiel, das auch wirklich so gemacht worden ist. Ich habe hier auch noch etwas die Kunstfreiheit walten lassen bei diesem Screenshot. Aber dieser Screenshot ging so an Viola Amherd und Ueli Maurer. Die Problematik dahinter ist, RUAG genießt ein sehr hohes Vertrauen innerhalb der Bundesverwaltung und wenn nun ein Mail an die Behörden von der RUAG kommt, dann wird das wahrscheinlich weniger hinterfragt, als wenn es von einer Gmail-Adresse oder was auch immer kommt. Ebenfalls war keine Two-Factor-Authentication, also dass man, um sich einzuloggen, noch ein zweites Geheimnis mitgeben muss. Das kann zum Beispiel ein SMS sein. Das war auch nicht vorhanden. Und wer mehr zu der IT-Kompetenz der RUAG erfahren will, dem empfehle ich den Link unterhalb des Bildes. Und nun, ich habe schnell gesprochen, ich habe viel gesprochen. Ich habe euch eigentlich einfach so ein bisschen eine Presseschau von den letzten 8 Wochen gegeben. In 30 Minuten 14 Cybervorfälle, das ist schon eine ganze Menge, für mich persönlich zu viel. Und darum schließe ich mit Handlungsempfehlungen. Wir beginnen mal bei euch, bei den Kunden, bei den Benutzern von Systemen. Was könnt ihr tun? Ihr könnt Datenauskunftsbegehren stellen. Sobald eine Firma eine Datensammlung hat, ist sie gegenüber euch auskunftspflichtig. Dazu hat gestern Martin Steiger in seinem Vortrag gesprochen. Die Talks vom Winterkongress sollten in Bälde online sein. Und wenn ihr selbst ein Datenauskunftsbegehren machen wollt, dann nutzt doch den Service der DigiGuess. Ihr seht hier datenauskunftsbegehren.ch. Dort könnt ihr nach einer Firma suchen und in 2 Minuten habt ihr ein Datenauskunftsbegehren und in einem Monat erfahrt ihr, was die Firmen so über euch gespeichert haben. Ich habe das schon relativ viel gemacht und auch relativ viel interessante Dinge erfahren. So bin ich zum Beispiel bei der PostFinance berechtigt, ein Top-Ex-Geschenk zu bekommen. Wenn ich also daran rumüberlege, ich möchte gerne wechseln, dann würde ich eventuell ein Goodie bekommen. Bei der SBB gehöre ich zum Kundensegment der Anspruchsvolle
Und wenn auch ihr solch tolle Informationen und Bewertungen über euch erfahren wollt, nutzt das Datenauskunftsbegehren. Das war jetzt der Teil für euch. Eigentlich viel wichtiger im Kontext dieses Vortrags ist aber, wie sieht es mit den Firmen aus? Ich sehe hier mehrere Handlungsfelder. Das Einfachste, patcht eure Systeme, haltet eure Systeme aktuell und informiert euch. In eurer Organisation muss es Strukturen geben, wenn es irgendwelche sicherheitsrelevanten Vorfälle gibt oder Berichte, dann muss es wie einen Mechanismus geben, um diese möglichst schnell abzuarbeiten. Ich habe auch noch politische Forderungen. Ich finde, es sollte eigentlich 2022 an der Zeit sein, dass wenn eine Firma gecybert wird, dass sie dann meldepflichtig ist. Wir haben jetzt von verschiedenen Firmen gehört. Die SBB hat vorbildlich gehandelt, ist hingestanden und hat ihren Fehler eingestanden. Dafür bekommt sie von mir sehr hohen Respekt. Andere Firmen möchten gar nicht Auskunft geben. Die Angst ist schlechte PR. Aber ich finde, eine Firma sollte zumindest gegen eine Bundesbehörde Auskunft geben, damit man auch irgendwelche statistischen Größen hat, um zu sehen, wie groß ist das Problem überhaupt. Und wenn eine Firma eine gewisse Relevanz oder Größe hat, finde ich es eigentlich auch wichtig, dass gewisse Sicherheitsstandards eingehalten werden. Es gibt da verschiedene Zertifizierungen. Es muss nicht mal irgendwie ISO 27000 sein, sondern es kann auch, können auch abstraktere Grundsätze sein. Aber ich finde, hier müsste man zu einem Minimal Common Sense kommen, wie Firmen mit Daten umgehen. Und zu guter Letzt geht es noch um Produktehaftung. Wenn ich ein kleines KMU irgendwo bin und betreibe meine Infrastruktur zum Beispiel mit einem Microsoft Exchange Server, dann ist die Firma selbst, wenn es einen Sicherheitsvorfall gibt, natürlich schon betroffen, aber das Problem für die Firma ist, wenn Sie diese Software oder diese Tools nutzen, dann haben Sie meistens in den AGBs oder in den Software License Agreements irgendwo im Kleingedruckten eben auch unterschrieben, dass die Partnerfirma von Ihnen jegliche Haftung ablehnt. Und hier wäre es eigentlich fair, wenn diese Haftung wie weitergegeben wird, weil schließlich ist das Problem ja auch von dieser externen Firma mit verursacht. Insbesondere wenn diese Firma alles in ihrem Wirkungsfeld getan hat, damit sie eben sicher sind, und wenn es danach eben rauskommt, ja, so gut war es trotzdem nicht, aber sie alles gemacht haben, was notwendig war, finde ich, müsste man diese Haftungsfrage auch an den Verursacher weitergeben. So, das war's. Ich bin bald mal weg. Und bin gespannt, ob es noch Fragen gibt im Chat. Danach bin ich auch noch im Big Blue Button, aber ich bin jetzt mal gespannt, was Eliane zu sagen hat. Zur Sicherheit ein kurzer Audio-Check. Wunderbar, vielen Dank, Simon, für diesen Rundumschlag und vor allem für die wertvollen Tipps am Ende. Ich hoffe, da nehmen einige Personen, sowohl private als auch Firmen, doch ein paar Tipps mit und verbessern ihre Security.